Was machst du denn hier? Ich habe nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll von den Jorgnesen. Hatte Ärger mit Jorgensens Leuten, aber ist schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Auf Jorgensens Kanal rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Wir sprechen uns noch, dem Gothic und Piranha Bytes Podcast. Mit dem Ehrenwertesten, der Ehrenwerten, Trommelwirbel bitte, Jorgenson. Hallo, ich bin Jorgenson und natürlich ist auch der Ehrenwerteste Jurga, der sich auch zu den Ehrenwertesten zählen kann, auch dabei. Und wir sind aber heute nicht alleine, denn wir haben noch einen Gast, wie ihr gerade im Intro-Sketch gehört habt. Der gute David van Scouten, einige werden seinen Kanal schon kennen, ist heute auch dabei. Hallo David. Moin. Ja, hallöchen. Hallöchen allerseits. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Grüße gehen raus und geil hier bei euch zu sein. Ja, gerne, gerne. Ja. Hast schon ein schönes Stichwort gesagt. Wie es Jorgenson gerade schon gesagt hat, der ein oder andere mag dich vielleicht schon kennen, aber erzähl doch einfach mal so zwei, drei Sätze von dir. Wer bist du? Was verbindet dich mit Gothic? Und warum sollte man dich in unserer Szene kennen? Ja, also, mein Name ist David von Scouten und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mittlerweile jetzt 54 Jahre alt geworden bin. Und mit dem Gothic-Spiel bin ich erst durch Zufall gekommen, so Anfang 2001, 2002 rum. Ja, und das hat mich damals so gepackt. Ich wollte es erst gar nicht installieren und das habe ich dann gerne nah weiterverfolgt, die ganze Serie und die Reihe. Und irgendwie fand ich das klasse. Ja, kurz und knackig. Du bist ja, auch heutzutage für die Szene aktiv, sage ich jetzt mal, für diese Serie, für die Community aktiv. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Sätze erzählen, denn du bist oder verfügst über ein Talent, über das nicht sehr viele verfügen, gerade was so im Ton-Engineering-Bereich besteht. Vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige Leute interessiert. Ja, natürlich. Also wie schon gesagt, für mich bestand schon von klein auf ein sehr großes Interesse an Klang und Sound, wie etwas entsteht. Und so Anfang der 70er haben meine Eltern viel Musik gehört, viele Musikkassetten und da war alles drauf, Schlager, Elvis Presley, Beatles, alles durch die Bank weg. Und so bin ich also immer aufgewachsen, jeden Tag stundenlang mit Musik. Ja, und dann gab es dann auch bei meinen Eltern einen Kofferplattenspieler, muss man sich so vorstellen. Das ist so ein tragbarer Plattenspieler mit einem Deckel und da ist ein Lautsprecher eingebaut. Und da waren Röhrenverstärker drin, also so eine ganz alte, warme Elektronik. Und mit einer Plattennadel, die konnte man von Mono auf Stereo wenden. Und man muss ja noch unterscheiden von früher. Früher gab es Mono-Schallplatten und Stereo-Schallplatten. Und somit hat man auch eine Wendenadel gehabt. Das Tolle an diesem Plattenspieler war, der Plattenteller, der lief noch schön lange nach, obwohl der Motor schon aus war. Aber der Verstärker war noch immer an, sodass man sozusagen so schon scratchen konnte auf dieser Platte. Und die Geschwindigkeitsstufen, damals gab es noch 16, 33 für LPs, 45 für Singles und 78 für Shellac-Platten. Also so ein altes Ding war das noch. Kommen natürlich schöne Effekte drin. Und das war für mich sehr, sehr spielerisch und ich wurde neugierig, weil alles dann plötzlich anders klang. Man hat ja die Rillen gesehen, da sind so Wellenbewegungen drin. Und so habe ich dann halt eben immer wieder experimentiert und immer wieder was gemacht und auch sogar mit Fingern abgespielt. Und und später habe ich dann meine eigenen Aufnahmen gemacht. Ja, sehr schön. Also ich glaube, ich persönlich würde mir wünschen, dass ich sowas wie einen Plattenspieler oder sowas noch zu Hause hätte. Ich bin mit sowas leider absolut gar nicht aufgewachsen.
aber... Ja, du wirst lachen. Ich habe noch einen Plattenspieler. Ich habe, oh mein Gott, wie viel? 4 Stück hatte ich in meinem Leben gehabt. Ich habe noch immer noch einen hier. Aber nur halt eben, um halt eben für Leute Schallplatten zu digitalisieren. Früher hatte ich nämlich für Discjockeys Schallplatten digitalisiert. Mhm. Das war mein allererster Auftrag für eine Großraumdisco. Und das fällt mir jetzt gerade eben spontan ein. Da musste ich ihn fragen, du pass mal auf, ich mache das nämlich so. Ich habe da hier so ein Programm und da könnte ich das Knistern rausholen. Möchtest du aufgrund der Nostalgie die Knister noch in deiner Digitalaufnahme haben oder nicht? Bei einigen ja, bei anderen nicht. So ist das dann halt eben entstanden mit den Soundverbesserungen so ganz zu Anfang. Und parallel dazu hatte ich auch noch einen Sampler-Synthesizer gehabt. Da konnte man die Wellenform mal sozusagen aufnehmen in den Synthesizer und dann konnte man loopen und konnte man sozusagen halt eben Musik machen. Ja, und ein bisschen Musik mache ich immer noch so heutzutage. Und ja, so ist das dann halt eben entstanden mit dieser Soundverbesserung, die ich dann später ein bisschen perfektioniert habe und halt eben auch somit die Sprachtakes für Gothic verbessert habe. Da kam aber eins zum anderen, das könnte ich ja noch erzählen. Hm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, schon mal der Einstieg, wie du da, also deine ersten Erfahrungen damit und dann, wo es hingeführt hat. Ja. Ja. Ich finde das auch total faszinierend, weil ich kenne sehr viele Leute, die einen Schallplattenspieler haben, aber ich habe so ein Ding, glaube ich, noch nie live gehört. Also ich habe mich noch nie neben einen Schallplattenspieler gestellt und mir das mal angehört, wie das klingt. Habe ich noch nie getan. Das ist, glaube ich, noch so ein Ding, das muss ich in meinem Leben irgendwann mal noch schaffen. So. Sollte nicht so schwierig sein. Der Unterschied ist ja, Schallplatten haben die beste Dynamik überhaupt. Also da kann eine CD überhaupt nicht mithalten. Auch wenn es so eine High-Definition-Audio-CD gibt, gibt es auch. Aber die sind wirklich State-of-the-Art. Die gibt es nur ganz selten und für ganz spezielle, von ganz speziellen Konzerten und Gruppen. Da braucht man aber noch einen Analog-Digital-Wandler. Dann die zweitbeste Dynamik sind halt eben Musikkassetten respektive Tonbandaufnahmen. Mhm. So wie diese kleinen Musikkassetten wie hier 3 Fragezeichen, kennt wahrscheinlich jeder. Und Stichwort Bandsalat, das hatten wir auch gehabt. Ja, ich hatte früher als Kind noch in meinem Bett damals einen Kassettenrekorder und da habe ich immer meine Hörspielkassetten gehört von Benjamin Blümchen und SpongeBob Schwammkopf. Und das Geile war, um den Schwenk mal zu Gothic jetzt zu machen, der Peter Heusch, unser allseits geliebter Lester, hat damals auch diese SpongeBob-Hörspiele vertont. Und ja. Ich hab die als CD-Version habe ich heute noch bei mir zu Hause. Und ich glaube, ich müsste die mal rausholen, mal in meinen Rechner einlegen und einfach mal aus Nostalgie-Feeling morgen im Homeoffice mal wieder ein altes SpongeBob-Hörspiel hören, einfach nur um die Stimme von Peter Heusch, aka Lester, mal wieder zu hören. Das hört sich gut an, das klingt gut. Ja, ja, ich würde gleich mal, da würde ich jetzt gerne mal mit der Tür ins Haus fallen und auch deine Meinung hören dazu, David. Wir haben ja neulich zum Gothic-Geburtstag gehabt, dass das Studio, welches jetzt hinter dem Remake steckt, mit klangvollem Namen Alchemia Interactive, ja. Die haben ein Screenshot oder ein Wallpaper veröffentlicht von 2 Scavengern. Ja, das gibt's auf der Steam-Seite. Ich würde das wahrscheinlich auch nochmal hier im Podcast jetzt auf YouTube nochmal einfügen, das Bild. Ja. Ich hoffe, es gibt keine rechtlichen Probleme. Sonst schaut euch gerne das nochmal auf der Steam-Page selber an. Ich verlinke das auch nochmal. Und ich habe das Bild jetzt gerade parallel nochmal hier offen und ich würde da gerne mit euch drüber reden. Tu das Bild auch gerne nochmal rein hier, ne, in die Gruppe. Ich hab's vor Augen. Ich will nämlich auch noch ein Bild von einem alten Scavenger, aber der hochauflösend texturiert ist. Also von einem Gothic 1 oder 2 Scavenger, aber der ist hochauflösend texturiert, will ich dazu holen. Dann können wir nämlich direkt da die Unterschiede gut vergleichen. Ja? Also ich hab den Link nochmal kurz hier reingeworfen. Euch das nochmal aufrufen. Okay, mal, ja. Also erstmal die Frage, habt ihr euch das durchgelesen, warum THQ Nordic Barcelona Studios das jetzt so ein bisschen ausgegliedert hat, beziehungsweise warum das jetzt ein eigenes neues Studio geworden ist, das aber unter dem Dach von THQ quasi steckt? Ja, die wollen wohl das neue Rollenspielstudio werden, ne? Und das ist so der erste Schritt jetzt dahin, ne? Aber die wollen die halt ausbilden zu Leuten, die sich dann nur auf Rollenspiele spezialisieren und da ist halt das Gothic Remake jetzt ein guter Start für die. So habe ich das jetzt verstanden.
Genau, also ich eigentlich auch, aber hätte ja sein können, dass ich da vielleicht sogar falsch liege, wer weiß. Aber ja, wie gesagt, dieser Scavenger, ich habe neulich auf Instagram, gibt es ja so ein paar verschiedene Gothic-Kanäle oder Community-Kanäle, ja. Und da gab es immer sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Die einen sagten, das sieht aus, als ob der Scavenger einen Schädelhelm offen hätte oder irgendwie so. Zum Beispiel hier sieht aus wie so ein Dinosaurier-Raptor, ne? Ja. Das gibt wie viel ja auch. Also ich finde, persönlich, ich habe es auch schon in meinen Let's Plays gesagt, ich finde den sehr cool, weil der sieht sehr zeitgemäß und sehr modern aus und ich mag das. Also man hat ja auch wirklich versucht, den so detailgetreu wie möglich zu machen, mit diesem Horn oben auf dem, ne, bei dem oberen sieht man das ganz gut, mit diesem Horn da oben drauf und halt diese Schuppen auf dem Rücken, die so ein bisschen panzerstatisch wirken so ein bisschen und die Farbe ist auch gut getroffen oder die Farbgebung meiner Meinung nach. Also ich finde den top. Ich weiß jetzt nicht. Aufgrund, dass ja das Original ein Low-Poly-Mesh ist und die Textur so ein bisschen verrät, in welche Richtung das geht, ist natürlich die Interpretation, ein High-Definition-Scavenger zu erstellen, natürlich sehr, sehr weitläufig. Mhm. Und was wir halt eben von Gothic 1 oder 2 kennen, geht natürlich in die Interpretation natürlich mehr so Richtung Vogel mit Federn, was man in Gothic 3 am besten sehen konnte. Und der hatte dann halt eben auch irgendwie so eine Art Papageientaucher-Schnauze gehabt. Also Papageientaucher, die haben ja so eine hohe, schmale Schnabel, meine ich. Mhm. Ja, und die von THQ, die Scavenger, wo ich die gesehen habe, dachte ich mir, oha, erinnert mich irgendwie an Tiere der Urzeit. Ich habe nämlich so ein Buch gekriegt damals in den 70ern und da hat das so eine sehr große Ähnlichkeit, vor allem das auch mit der Zunge. Und wenn wir uns mal vorstellen, was war denn der erste Saurier bzw. der erste Flugsaurier? Das war der Archaeopteryx. Und der hat als erstes Federn gehabt und später entwickelten die sich zurück zu Schuppen. Ja. Und dann kamen erst die Saurier raus. Ne? Also finde ich das Bild, also ich persönlich habe es nie irgendwie kritisiert. Ich find's gelungen. Ich muss auch sagen, ich finde es auch gelungen, weil viele Leute haben gesagt, Scavenger haben Schnäbel, Scavenger sehen gar nicht so aus. Du hast ja gerade das angesprochen, dass das so richtig schlecht texturiert ist in Gothic 1 und in Gothic 2 auch immer noch. Man kann gar nicht so genau die Details erkennen, deswegen... Kurga, du kannst vielleicht nachher das Bild auch einblenden im Video oder verlinken, was ich dir hier noch reingestellt habe. Hier sieht man nämlich einen, das ist ein Scavenger aus Gothic 1 aus der Reloaded Mod und die haben den halt diese Texturen total verbessert. Und wenn man das mit dem Remake-Bild vergleicht, von dem neuen Scavenger, dann sieht man so viele Parallelen. Natürlich sieht die Form ein bisschen anders aus, aber man sieht auch der Scavenger, man hat ja nur diese Assoziation von einem Vogel, weil die sagen erstmal, so nennen wir die großen Vögel und die gockeln halt rum, aber die haben kein Gefieder, so wie in Gothic 3, die haben auch keine Flügel und einen Schnabel haben sie auch nicht wirklich, wenn man sieht man, das Maul ist da drunter und das oberhalb ist alles wie so eine Hornbildung, auch wieder, also wie es im Remake ist, weil wenn die das Maul aufreißen und gockeln, dann geht nämlich unten der Mund auf und alles oben scheint wirklich ein Knochengewächs zu sein. Und das erkennt man auch nicht so gut, wenn man jetzt Gothic 1 spielt. Aber hier gerade auf diesem hochtexturierten Bild, kann man das schon besser erkennen. Das ist wahrscheinlich Männchen und Weibchen, ne? Das gibt's auch. Es gibt unterschiedlich texturierte Varianten. Also viele Mods bauen die ein und da gibt's auch eine mit mehr Federn. Also viele Mods haben die dann halt so Berg-Scavenger oder so eingebaut. Oder ich glaube, bei der Velaya-Mod gab's Männchen und Weibchen. Ja. Wollte ich gerade sagen, ja. Und die hatten aber unterschiedliche Farben gehabt von den Texturen her. Richtig, die hatten auch, die einen waren auch ein bisschen, sahen auch aus, als ob sie halt Gefieder hätten. Ne? Ja, so bräunlicher waren die. Aber auch da ist es die Sache, zum Beispiel, wir kennen ja eigentlich nur den, wenn wir gerade vom Remake ausgehen, da gab es den Unterschied nicht.
Also bei Gothic 1 meine ich, das Remake ist ja für Gothic 1 und da gab es den Unterschied nicht. Und von daher, finde ich, gehen sie ja von dieser ledrigen, grauen, ledrigen Haut aus und von diesen Knochen, Schuppen, Gebilde auf dem Kopf und auf dem Rücken. Und das war auch damals schon so. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach nur alles, was das Studio jetzt macht, generell schlecht reden wollen. Ja, das habe ich nämlich auch. Genau diesen Eindruck habe ich nämlich auch. Die denken, es kann nichts an das Original rankommen und deshalb müssen wir es schlecht machen. Genau diesen Eindruck habe ich auch. Und danke, dass du es ausgesprochen hast. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das engstirnig. Ja, ist es auch. Lass den Leuten doch eine Chance. Ich meine, das sind Spanier. Die Spanier haben eine völlig andere Mentalität, auch eine völlig andere Kultur. Die sagen, ah, mañana, nur nicht sofort. Und in Spanien gibt es auch den Unterschied, da werden Bauarbeiten nachts gemacht an der Autobahn und nicht während hier Rush Hour ist. Das halt eben von der Mentalität oder von der Arbeitsmentalität der Spanier aus. Was aber auch dazu kommt, das sind ja auch nicht nur Spanier, man hat ja auch viele beratende Tätigkeiten, die von anderen Leuten ausgeführt werden. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen gehört, dass vielleicht auch alte Bekannte wieder als Berater dort dann fungieren. Und dadurch kann man ja auch erstmal abwarten, was kommt. Weil natürlich sind wir ein bisschen geschädigt von etwas wie Götterdämmerung und wir sind auch ein bisschen davon geschädigt von Arcania, aber das ist ja nicht das Gleiche hier. Ne? Es ist erstmal ein komplett anderes Studio und das Studio kriegt ja auch Gelder genau für dieses Projekt und es ist nicht irgendwie so ein Cash-Grab oder so. Ne? Nee. Sondern ich finde, man sollte, wie ihr auch sagt, man sollte dem eine Chance geben und jetzt nicht von Haus aus alles sofort schlecht machen und einfach mal ein bisschen abwarten. Und vor allem die Sache ist halt auch, es sind halt nicht nur Spanier halt in der Programmierung oder im Design, sondern es ist ja ein ganz internationalisiertes Team. Also Ansgar Jahn war ja auch ein Deutscher, der dort im Playable Teaser zum Beispiel mitgewirkt hat. Hm. Und von daher können wir auch davon ausgehen, dass auch Franzosen, Engländer, Deutsche, Österreicher da auch mit tätig sind und aus ganz anderen Staaten da noch mit da sind. Ich meine, ja, natürlich. Klar, es wird hauptsächlich ein spanischeres, einen größeren Kern da natürlich einnehmen, ist ja klar. Aber ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Also ich glaube auch, ne, wir sollten den erstmal eine Chance lassen und erstmal die ersten Trailer und die ersten Screenshots noch abwarten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. In Zeiten von Homeoffice ist es ja sowieso, dass das international zusammengesetzt ist. Nur halt eben, wenn der Vertrieb halt eben in Spanien ist, dann ist er dort. Dann ist das halt eben sozusagen die Sammelstelle. Und wenn zum Beispiel namhafte Hollywood-Klassiker hier im 3D-Bereich, im Computer-FX-Bereich da sind auch deutsche Firmen mit dabei. Das sieht man auch in den Abspenden. Also wenn wir das so sehen, dann ist es international. Ja. Logisch. Auf jeden Fall. Und, was mir vielleicht noch gerade bei dem Scavenger auffällt, wo ich das Bild nochmal so sehe, der alte Scavenger, der hat so einen Knick im Hals. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen eigentlich. Dass der so einen straighten Knick nach oben hat. So. Ob das ein Knochen ist? Der Kehlkopf. Der alte Scavenger. Sonst kann er ja nicht krächzen. Ja, stimmt. Und der alte Scavenger hat auch einen viel kleineren Schwanz hinten. Das ist auf jeden Fall. Also der neue Scavenger hat schon diesen Dino-artigen Unterbau und der andere hat noch ein bisschen anders, aber so von der Grundoptik. Also als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, das ist ein Scavenger. Das dachte ich beim Playable Teaser, als ich den Scavenger dort gesehen habe, nicht. Aber bei dem auf jeden Fall. Und das, finde ich, ist ja auch der richtige Weg. Wenn ich als Gothic-Spieler erkenne, das soll ein Scavenger darstellen, dann machen sie irgendwas richtig. Ne? Da kann man sich auch noch wehren und weigern und sagen, nö, das gefällt mir nicht, Scavenger haben Schnäbel, obwohl Scavenger in Gothic noch nie Schnäbel hatten. Also sie hatten immer diesen schnabelartigen Überbau und Schnabel hatten sie erst ab Gothic 3. Und da hat sich komischerweise keiner über die Veränderung des Scavengers so großartig beschwert, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Klar, da kann man jetzt auch sagen, da gab es viele andere Probleme. da war der Scavenger das kleinste Problem, aber trotzdem, Ja, stimmt. Die Scavenger von THQ, also jetzt dieses Beispiel, gibt es denn schon mehrere andere unterschiedliche Interpretationen von anderen Tieren in der Gothic-Welt? Wisst ihr das? Nur das, was wir halt aus dem Playable Teaser gesehen haben, aber da ist ja so ziemlich alles auch verworfen. Ne? Also davon kann man jetzt auch nicht mehr ausgehen. Und man sieht ja auch, dass sie den Scavenger, den wir vorher beim Playable Teaser gesehen haben, überarbeitet haben. Ich gehe davon aus, dass alles überarbeitet wurde. Ne? Klar, jetzt bei einem Wolf oder so, da kann man jetzt, das wird halt irgendeine Variante eines Wolfs sein, wie wir sie schon leider aus allen anderen Computerspielen kennen. Aber ich bin auch gespannt, weil
Im Playable Teaser habe ich am Anfang, fand ich das nicht schön, man konnte zwischen dem Scavenger und dem Snapper, die gab es ja da auch, sehr schlecht unterscheiden. Die sahen sich schon sehr ähnlich, aber das hebt sich auf jeden Fall von einem Snapper ab. Und wenn jetzt noch ein Snapper kommt, der so Raptor-artiger ist, wie es auch bei Gothic 1 und 2 der Fall war, dann, ja. Ja, und was ist mit dem Razor? Er muss dann halt dunkler sein und anders texturieren. Ja, da ist halt die Sache. Ich mochte, die sind ja auch, der ist ja auch sehr ähnlich. Ja, ich mochte den Razor in Gothic 1 nie, gebe ich jetzt hier mal zu, weil der Razor war immer so, sah aus wie ein vollgefressener Snapper. und den mochte ich nie. Bei Gothic 2 fand ich die Razor wesentlich schöner, weil sie da auch ein bisschen schlanker waren wieder und einfach aussahen wie ein umtexturierter Snapper. Irgendwie mag ich das lieber, weil diese Razor, diese richtig dicken, die sahen einfach aus, als hätten sie zu viel gefressen. Über Monate zu viel gefressen. Ja. Ja. Ich will nochmal kurz dieses Gesprächsthema zu dem Snapper, das hat übrigens der User Atheist geschrieben, der uns jetzt hier gefragt hat über unser News-Feedback vom Lebenszeichen vom Remake. Dankeschön, Atheist, an dieser Stelle für diesen Einwand. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Ja. Auch von mir ein herrliches Dankeschön, ne? Ja, David, auch du. Von dem alten Sack. Du hast auch noch ein paar Stichpunkte mitgebracht und vielleicht einen Themenbereich, wo du drüber reden wolltest. Und weil du unser Gast bist, ja, jetzt hast du deine Bühne und erzähl mal. Ja, gut. Wie der Klang entsteht, wie ich mich da jetzt für interessiert habe, ist klar. Später habe ich dann ein bisschen Musik gemacht mit meinem ersten Synthesizer-Sampler. Gehen wir mal jetzt über zu den Klangverbesserungen für Gothic. Mhm. Wie ist das alles erstmal entstanden? Also, es war so, dass ich eine Demo gespielt habe, einer Modifikation, nennt sich Legend of Asun, ist euch garantiert bekannt, vor allem dir, Kurga, hast auch gespielt. Und da war ja noch keine Sprache, nichts dabei. Ja, die Demo hatte ich gespielt damals. Und da habe ich mir gedacht, ach, spiel die mal an, nimm es mal auf und veröffentliche das auf YouTube. Und ich habe dann halt eben spontan da einfach mal was gesagt oder habe dann für jeden NPC irgendwie eine andere Stimme genommen. Für Gomez habe ich eine spanische Stimme genommen, halt eben um dem Ganzen so einen auflockernden Touch zu machen. Da habe ich nur ein paar Folgen von gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, es ist so anstrengend und da musst du dir halt eben auch immer wieder merken, wie hast du bei dem gesprochen, wie hast du bei dem gesprochen. Dann hast du dir das aufgeschrieben, dann hast du dir das Klangbild nochmal angehört, aber das ist auf Dauer nicht machbar. Ja, und später wurde ich dann angeschrieben von dem Machern von Legend of Asun, ob ich denn irgendwie eine Sprecherrolle haben möchte. Und für mich war das ja ganz was Neues. Da weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf heraus, ob ich da zugesagt habe. Aber später habe ich dann für WINF zugesagt, also für Vergessen ist nicht vergangen. Aber als allererstes halt eben Odyssey im Auftrag des Königs. Mhm. Weil die kamen an mich heran, also der gute Alain Dufont, der Black Pirate, die kamen an mich heran und haben gesagt, Mensch, wir haben hier ein Spiel, da möchten wir ganz gerne den Sound verbessern, die Sprache verbessern. Hast du da nicht Möglichkeiten? Weil wir haben da was gesehen. Du hast da so ein Tutorial gemacht und hast auch gesprochen. Wäre denn das bei uns möglich? Dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ja, aber es kommt immer auf das Ausgangsmaterial an. Mhm. Ne? Also da das sehr, sehr alte Sprachaufnahmen waren, also ich weiß nicht, seit wann haben die angefangen? Vor 14 Jahren? Ja, Odyssey? Also ist auch schon eine Ewigkeit. Müsste ich jetzt auch nachgucken, wie lange schon, aber ist lange. Richtig, und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das ist ein Riesending, mache ich gerne. Ja, und dann kam's. Da dachte ich mir, gut, schick mir mal das erste Paket, das waren auch gleich 2 Gigabyte. Und dann musste ich erstmal gucken, was schicken die mir denn da? Dann habe ich erstmal geguckt, okay, da sind zwar WAV-Dateien, aber hallo, was ist denn das für ein Audioformat? IMA ADPCM 4-Bit. Ja, ist natürlich wunderbar. Ich sage jetzt dazu immer, das ist ein spezielles Gothic-Format. Nicht unbedingt, das ist ein Audioformat, was sehr, sehr komprimiert ist und sehr platzsparend. Das heißt also, wenn du eine normale WAV-Datei hast mit 44,1 kHz, 16-Bit, dann ist dann halt eben eine IMA ADPCM-WAV-Datei mit 4-Bit und auch 44,1 kHz nur 4-mal kleiner.
hat natürlich auch einen Vorteil, dass man mehr reinpacken kann in ein Installationspaket und nicht gleich hier 1000 DVDs hast. Mhm. Das ist logisch. Ja, dann habe ich dann geguckt, welche Programme nehmen wir denn da mal für? Okay, mit Order City könnte ich die sozusagen in der Stapelbearbeitung wieder umwandeln in ein 16-Bit WAV-Format, damit dann mein Steinberg-Programm das erkennen kann. Also das ist ein anderes, so ein Musikstudio-Programm, so eine Art DAW. Und dann muss ich das erstmal umkonvertieren, weil ich habe ja keine nagelneuen Sprechertakes bekommen oder die alten WAV-Dateien von den Sprechern, die ursprünglich verwendet worden sind, sondern die gleich fertigen, konvertierten Gothic-Sprachdateien. Ja, dann habe ich reingehört und erstmal gehört, lustig. Also es sind völlig unterschiedliche Geschichten dabei gehört worden, beziehungsweise habe ich gehört, einmal übersteuert oder das Klangvolumen war nicht ausreichend genug, es waren zu viele Höhen drin und so weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann man das jetzt verbessern? Auf der einen Seite kann man jedem individuellen Sprecher so eine Art Klangmuster beibringen, beziehungsweise man kann so gewisse Höhen, wenn er zu hoch ist oder ein bisschen zu bassig ist, was ein bisschen dröhnt unter den Kopfhörern, kann man sozusagen die Frequenzen an- oder absenken. Also anheben oder absenken. Und das habe ich dann halt eben bei jedem gemacht. So hat auch Kurga, also du hast ein Klangtemplate und Jorgensen hat auch ein Klangtemplate, wobei ich dann auch höre, dass dein Mikrofon einen ziemlich hohen S-Gehalt hat. Also wenn du S-Laute sprichst, dann zischelt das so. Das ist bestimmt ein Elektrodkondensatormikrofon mit Phantomspeisung, oder was ist das für eins? Ja, ist es. Also es ist Rode NT1A und das ist mit Phantomspeisung, ja, und ein Kondensatormikrofon. Genau, an diesem Beispiel hat natürlich jeder unterschiedliche Mikrofone genommen, dynamisch, Elektret, Kondensator, Mikrofon, die natürlich auch völlig ein anderes Klangbild aufnehmen. Ja und dann habe ich das angeglichen. Nebenbei kamen natürlich auch noch ein paar Aufnahmen dabei, die da so gerumpelt haben. Das war also, da war jetzt kein Klang, also kein Popschutz davor, dann hat man das richtig knallen gehört und das ist sehr, sehr schwierig rauszufiltern und Übersteuerung, ja, die kann man gar nicht rausfiltern. So habe ich dann halt eben für dieses Erstlingsprojekt, also es ist ja noch was weiteres, jetzt noch weiter im Petto für Odyssey im Auftrag des Königs, so habe ich dann halt eben die ersten Geschichten dann fertig gemacht, so gut es halt eben ging. Mhm. Weil das waren ja uralte Aufnahmen, der eine hat mit, ich sag jetzt mal, mit einem Headset von 3,50 Mark aufgenommen. Das ist also, es war alles dabei. Ne? Oder mit einem Poppy-Mikrofon von seinem Kassettenrekorder. Ich weiß, man wird ja kreativ. Ja? Man wird ja kreativ dabei. Ja, und das hat natürlich eine Weile gedauert. Dann muss das wieder umkonvertiert werden. Also, dann werden die die Dateien noch normalisiert. Das heißt also, alle bekommen einen fast gleichen Lautstärke-Level. Mhm. Wenn ihr das mitkriegt, ihr seid im Gameplay und dann sprecht ihr dann mit, ich sag jetzt mal, mit Diego. Der hat eine gut ausgesteuerte Stimme, also von der Lautstärke-Dynamik, und dann geht ihr ein paar Schritte weiter zu Fingers und dann hört sich das anders an. Also dann hört man in-game die Lautstärke-Unterschiede, und um das zu vermeiden, kriegt halt eben jeder Sprecher noch eine Normalisierung dazu. Ja. Bei den ganzen Takes, die ich heute mache, die kommen alle in eine Stapelverarbeitung. Zum Beispiel Kurga, dann nehme ich dein Template für dein spezielles Klangbild, für deine Klangcharakteristika, und dann wirst du noch zum Schluss noch normalisiert, ein bisschen komprimiert, also damit leise Sachen ein bisschen verstärkt werden und laute Sachen ein bisschen unterdrückt werden, aber nicht so stark wie bei einem Hörbuchsprecher oder bei einem, da ist das ja sehr extrem, wie zum Beispiel auch beim Radiosprecher. Ja, dann geht das durch
Dann werden sie noch halt eben wieder in das Gothic-Format zurückkonvertiert, in das IMA ADPCM-Format mit den 4-Bit und 44 Kilohertz. Und dann schicke ich es dann zum Odyssey-Mod-Team, damit die das dann halt eben weiterverarbeiten können. Was, die brauchen sie nur noch in den Installer packen und dann wird das als Sprachpaket zusammengefasst und zusätzlich mit der neuen Version, also als neues Sprachpaket, dann mitgeliefert und installiert. Mhm. Ja, mega interessant auch, dass du mal die Hintergründe hier erzählst, auch vielleicht für viele, die jetzt bei der Neuvertonung jetzt mitmachen. Ärgert dich das eigentlich, dass du damals hier die ganze Arbeit gemacht hast und jetzt wird es neu vertont? Weil ich Nein, überhaupt nicht. Mhm. Das ist, ehrlich gesagt, freut mich das, denn weil ich bei der allerersten Version habe da so viel auch selber dafür gelernt. Ich muss dazu sagen, ich bin mehr so ein Autodidakt. Mhm. Und man wächst auch mit den Erfahrungen. So von wegen, okay, beim ersten Mal habe ich Dinge gemacht, die ich beim zweiten Mal, also jetzt, nicht nochmal mache, weil das ein bisschen in die falsche Richtung ging. Ja. Ne? Und deswegen ärgere ich mich da überhaupt nicht. Ich mache das sogar gerne, auch aus dem Grund, weil es ja völlig neue Sprecher da auch teilweise sind. Wir nehmen auch noch die anderen Sprecher, die älteren Sprecher wie Alexander Mateka. Ja, genau, ja. Und deine Takes werden auch genommen. Kurgas, du hast ja zu Anfang nicht für Odyssey gesprochen, ne? Ich? Nö, zu Beginn, nee, ich habe zu Beginn nichts gemacht. Das ist jetzt auch meine erste Berührung quasi. Wie schon gesagt, das ist immer eine schöne Geschichte, dass man auch sich selber, so bei der zweiten Erfahrung, sich selber noch so ein bisschen so zu rationalisieren, ein bisschen effektiver zu arbeiten. Man hat plötzlich einen ganz anderen Workflow, man ist schneller dabei und und dann rutscht das einfach nur so richtig durchs Ohr und von der Hand oder von dem Mikro ins Ohr rein und dann kann ich das abliefern. Natürlich auch ist zu sagen, dass wir zuerst mal immer so ein Bewerbungstakes machen. Das heißt also, hier bewirbt euch und sprecht ein bisschen was ein, damit ich hören kann, ob das Setup gut ist, ob der Klang stimmt, ob Nebengeräusche sind oder sowas. Dann gebe ich halt eben ein paar Tipps. Ja, ja, und dann, beim maximal dritten Versuch klappt das bei den meisten dann auch. Mhm. Ja, und dann kriegen die dann halt eben ihre Skripte zugeschickt, die sie dann vertonen. Und dann sage ich auch bitte mit dem gleichen Setup wie bei den Bewerbungstakes, damit das so bleibt. Denn wenn jemand denn zufällig sich jetzt ein neues Mikrofon kaufen sollte und es nicht sagt, so von wegen, du, ich habe jetzt ein neues Setup, habe jetzt die weiteren Takes aufgenommen, dann muss ich sozusagen nachträglich noch dieses Klangtemplate für den einzelnen Sprecher nochmal neu justieren. Klar. Das versteht sich ja von selbst, denn wenn ich das alte nehme, dann klingt er plötzlich dumpfer oder heller oder völlig anders. Ja. Das kriegt man im Gameplay absolut mit. Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass diese ganze Idee so ein bisschen auch auf meinen Mist jetzt gewachsen ist, mit der Neuvertonung. Weil ich meine, das war ja schon lange bei euch geplant, dass ihr das mal neu macht. Also ich glaube, da gab es schon immer die Diskussion. Nur das ist ja so ein richtiges Mammutprojekt. Odyssey ist ja jetzt keine kleine Mod. Ne? Das ist ja eine Mod, die ist umfangreicher als fast alles, was wir sonst so kennen bei den Gothic-Mods. Und da gibt es so viele NPCs, so viele Sprachtakes, die aufgenommen werden müssen. Und ich hatte halt, gerade als ich neulich, habe ich ja Legend of Asun gespielt und dann habe ich einfach so die Idee in den Raum geworfen während meines Let's Plays. Und da waren schon so viele Leute, die gesagt haben, ja, ich hätte da Bock drauf, dass ich dann halt Black Pirate mal angeschrieben habe oder das Odyssey-Mod-Team angeschrieben habe und er hat gesagt, ja, es war Interesse. Dann habe ich ja ein Video gemacht, quasi Werbung dafür und habe auch noch irgendwann mal einen Beitrag gemacht mit Werbung dafür und im Forum haben sich dann sehr viele Leute auch gemeldet und ja, jetzt habt ihr ein neues Team von Leuten, die sich daran alle beteiligen und ich finde das schön, weil so kann sich die Community auch gegenseitig helfen und das finde ich immer so beachtlich auch. Da hast du ein Mod-Projekt, die Modder kümmern sich erstmal darum, dass es diese Mod gibt oder seit Jahren arbeiten sie daran und dann kommen Leute aus der Community und helfen bei den Sprachtakes und du bearbeitest die Sprachtakes. Das macht es für uns ja auch einfacher, weil wenn jeder jetzt noch irgendwie selber die eigenen Sprachtakes, die Rohaufnahmen noch nachbearbeiten müsste, dann würde ja auch alles unterschiedlich nachher im Spiel klingen. Und das stimmt. Das ist ja auch das, worum ich auch gebeten habe in den Voraussetzungen beziehungsweise an dieser Anleitung, möglichst reine Aufnahmen
abzuliefern, die nicht irgendwie, es gibt immer, logisch, es gibt immer irgendwelche übereifrigen oder auch professionellen Sprecher, die das halt eben so in ihrem Workflow, wie sie es eigentlich immer machen, ob sie jetzt Hörbuch, Corby zum Beispiel, der hat auch, der spricht auch Hörbücher ein und der hatte so eine dynamische Aufnahme da abgeliefert, dass, wenn du dir die Wellenform anguckst, dann ist die nur noch irgendwie so eine gerade, breite, dicke Linie, da konnte man sehen, wow, ja. Das sieht man schon auf den ersten Blick, der hat mit Kompressor Limiter gearbeitet, was die leisen Stellen anhebt und die lauten Stellen wieder absenkt. Das macht die Wellenform natürlich homogener, aber man hört es auch im Gameplay, könnte man es hören oder, ja genau, wenn jemand spricht, der mit reiner Aufnahme gesprochen hat und er geht dann eben mal rüber mit einer, der mit so einer dynamischen Kompression gearbeitet hat, das wirkt lauter. Hm. Also von der Dynamik, das ist wie so eine akustische Täuschung, so wie es optische Täuschung gibt, gibt es auch diese akustische Täuschung, so nach dem Motto, oh, der wirkt aber laut. Dabei ist es in der Summe halt eben nur ein lautes Empfinden, weil ja auch die leisen Passagen lauter gemacht worden sind durch die dynamische Veränderung. Ja. Aber da muss ich zugeben, da hatte ich auch einen Charakter gehabt, den ich vertont habe, den ich versucht habe, so ein bisschen so, schmieriger darzustellen, sag ich jetzt mal. Und da gab es halt auch zwei, drei Sätze, die ich versucht habe, ein bisschen leiser so einzusprechen. Aber ich habe nichts dran bearbeitet oder so. Und habe aber festgestellt, dass mein Mikro das von automatisch schon lauter gemacht hat irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Spiel wirkt. Obwohl ich da nicht großartig, also gar nichts gemacht habe, so wie du es halt gewollt hast. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt, auf jeden Fall. Ich hab das schon mitgekriegt und ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, auch mit per PN, so von wegen, hey, ich glaube dir das auch, dass du da nicht irgendwie nachträglich was da abgearbeitet hast, weil es gibt einige Mikrofone, die haben einen eingebauten Vorverstärker drin. Hm. Ne, den kann man gar nicht abschalten. Oder auch an der Software, dass das Software irgendwelche Einstellungen sind, die da so als Standard gemacht worden sind. Ich habe zum Beispiel hier bei Discord, habe ich auch gesehen, so von wegen, da sind ja sämtliche Effekte angeschaltet, so von wegen hier Rauschunterdrückung und dynamische Anpassung und solche Geschichten. Habe ich mir gedacht, okay, für unseren Podcast mach jetzt erstmal nichts, lass es erstmal so und dann habe ich erstmal mitgekriegt, okay, ich muss das hier selber aufnehmen. Dann ist er das egal, dann ist ja diese Discord ja nur sozusagen zur Live-Kommunikation und später kriegt ihr das Material. Genau. Ja, und wie schon gesagt, das ist völlig unterschiedlich. Nur ich höre das ein bisschen raus. Gerade wenn in einem Satz etwas gesprochen wird, dann ist eine etwas längere Pause und dann versucht, dann atmet derjenige ein, um neu anzusetzen und auf einmal während des Atmens dann ist abgehackt. Mhm. Dann dachte ich mir so von wegen, Moment mal, hat er jetzt einfach nur die Pause-Taste gedrückt, sodass man das mitbekommen hat, dass das da jetzt plötzlich so abgehackt klingt? Dann hat er gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann der Teilnehmer dann mir gesagt, du, da habe ich so das und das Mikrofon. Dann gucke ich danach bei amazona.de, also hat mit Amazon nichts zu tun, das ist so ein High Fidelity, so eine Musikseite über Instrumente und also alles, was Audio angeht. Dann habe ich geguckt, wie da die technischen Daten sind und da hole ich mir dann halt eben auch die Information, wie die Technik aufgebaut ist und was die Eigenschaften der Mikrofone oder der ganzen anderen Hardware ist. Sehr interessant. Ja, finde ich auch total. Und wir sind ja schon, wie du auch eben meintest, schon verwöhnt, wenn wir mit unseren Mikros reden. Wir haben überall Programme, bei OBS haben wir auch unsere Filter drin. Das heißt, wenn ich jetzt ein Let's Play aufnehme oder Kurga, da haben wir automatisch unsere Filter, ne? Die den Klang verbessern. Und wenn man jetzt halt so eine Rohaufnahme macht, da meintest du ja gerade bei mir vorhin das Beispiel, dass die S-Laute zum Beispiel zischen, ne? Und sowas. Mhm. Und das ist ja sonst gar nicht so stark zu hören, wenn man jetzt per OBS oder per Discord spricht, als wenn ich jetzt diese Rohaufnahme habe. Aber auch da nochmal vielen Dank von meiner Seite aus, dass du diese ganze Rolle als Tontechniker da übernimmst für die Community. Ich finde das sehr schön. Das meinte ich ja eben schon, dass wir da quasi Hand in Hand uns alle unterstützen.
Und das wird ja. so ein Mod-Projekt dann, das wird jetzt natürlich einige Zeit dauern, bis sowas fertig ist. Das ist ja nicht mal eben, dass wir jetzt in 2 Wochen fertig sind, sondern das wird wahrscheinlich schon Monate bis sogar Jahre dauern, bis so ein Projekt wirklich da mal rauskommt, oder? Also. Ja, ich denke mal, dass. Ich sag jetzt mal nichts. Ich sag nur das, was ich weiß. Mhm. Also die Audioverbesserung ist klar, die ist öffentlich. Ja. An der arbeiten wir alle zusammen in der Community, sehr viele freiwillige Helfer. Und da muss ich mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken an alle, die so fleißig mitgearbeitet haben und die wirklich auch zuverlässig sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und auch nochmal nachfragen. Also das ist das Beste, was man machen kann. Einfach nochmal nachfragen. Du, pass mal auf, mache ich das so oder mache ich das so? Ja. David, was gibst du mir für Tipps? Da gehe ich gerne drauf ein. Das ist kein Problem. Und da muss ich auch nochmal einen Riesendank an die freiwilligen Sprecher ausrichten. Und dass es lange dauern wird, das weiß ich jetzt nicht, bis die Sprachtakes fertig sind. Das wird in diesem Jahr auf jeden Fall noch was werden, weil wie viel haben wir jetzt fertig? Ich schätze mal 13-15%. Und ich habe schon ein paar tausend Takes fertig bearbeitet. Weil es halt eben schneller geht jetzt. Und durch die Reihenaufnahmen, die jeder bringt und ich die dann halt eben nochmal durch die Pipeline jage, dann hat man auch im Gameplay eine homogenere Voice-Atmosphäre. Mhm. Na? Also der eine ist nicht dumpfer, der andere ist nicht leiser da und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ich und, ja, führe das noch zu Ende. Gerne. Und ich weiß selber, ich höre mir auch jeden Tag, also fast, immer 4-mal in der Woche höre ich mir hier Odyssey im Auftrag des Königs an, weil ich ja selber ein Let's Play von mache und ich bin jetzt bei der 369. Folge. Boah, ja. Also immer eine halbe Stunde auch und ich habe mir gedacht, du machst da weiter. Es gab auch Punkte, wo ich wirklich gedacht habe, nee, jetzt nicht mehr, nein, oh Gott. Und dann die Quests und überhaupt, nee, was ist denn hier los? Dann gab es plötzlich ein Update und dann war das Update plötzlich nicht mehr kompatibel mit den alten Speicherständen und dann erkundigt man sich, ja, hat jemand eventuell noch von dem neuen Update ein Savegame von der Stelle, wo die Seeschlacht ist? Ja, und dann überlegst du auch so von wegen, hat mir dann auch jemand netterweise dann gegeben? Und ja, dann ist das Feeling auch völlig anders, weil du hast ja deinen ganzen Charakter ja völlig anders aufgebaut, ja, als das, was du von dem anderen gekriegt hast. Ne? Auf einmal war dann plötzlich mein Schlafsack nicht mehr dabei. Und da musste ich mir das alles noch irgendwie noch nachträglich kaufen. Aber jetzt bleibe ich jetzt dabei und ist zwar jetzt eine neue Version rausgekommen. Die 2.6.4 ist ja schon etwas länger da und ich bin immer noch bei der 2.6.3. Das macht aber von dem Storytelling überhaupt keinen Unterschied. Ja. Und ich ziehe das durch. Solange ich lebe, ziehe ich das durch. Ich bin jetzt die Lebensaufgabe. Ich bin jetzt in der Schmugglerhöhle gelandet. Das war jetzt irgendwie 367. Folge, richtig. Und da habe ich mich dann zum allerersten Mal selber gehört, als Baloro. Und ich so von wegen, Moment mal, Baloro, hast du doch irgendwo, den Namen hast du doch irgendwo schon mal gelesen. Ach ja, das war ja im Skript, oh mein Gott. Ja, und dann guckst du dann so von wegen, dann hast du dich dann plötzlich selber gehört. Dachte ich mir, okay. Ich habe dann halt eben gesagt, okay, das war jetzt mal ich, das ist eine völlig unterschiedliche Geschichte, als wenn du selber solche Takes sprichst. Das ist genauso wie du machst die Erfahrung, deine allererste Tonbandaufnahme, dann machst du Rewind, drückst du wieder Start und hörst deine Stimme zum allerersten Mal. Das macht was mit dir. Oh ja. Ja, das, so ging es mir auch bei Wählen, wo ich diesen furchtbar nervigen Bürger, Wutbürger da im Hafen da gesprochen habe. Und ich bin da in den Hafen rein, aber es war halt sehr ungünstig, weil ich dort gefühlt jede dritte Person synchronisiert hatte. Und so konnte man wirklich irgendwie denken, dass ich dort den, also es hat sich so angefühlt, als ob ich den halben Hafen da alleine gesprochen habe. So.
Und das hat mich in den Aufnahmen natürlich dann so ein bisschen kirre gemacht, wenn ich da, ich habe dann versucht, diese Ecke, wo dieser Markt, also dieser Schreier da steht und da halt seine Wutbürger da halt anführt, habe ich halt versucht, immer zu irgendwie zu umgehen, weil ich das dann auch selber irgendwann nervig fand. Ich meine, man kennt es ja irgendwie aus Gothic 2 mit Vatras und dem Herold und Amul in Gothic 3 und so weiter. Wir sind das Erwählte von. Ja. Und dann kannst du es irgendwann einfach nicht mehr hören. Und wenn du das dann auch noch selber bist, dann denkst du, dann ist das irgendwie nochmal was anderes, als wenn du da einen Wildfremden hörst. Ja, so, weil du denkst dir dann halt so, Alter, bin ich nervig oder was ist da los? So, also. Vor allen Dingen, ja, das. Ja. Ja. Ne, sag ruhig. Also, das ist, das, ich habe das, glaube ich, sogar bei dir im Let's Play gesehen, Kurga. Da bist du irgendwie so ein Berg. Ich glaube, das war auch die Modifikation. Ich weiß nur halt eben, du bist einen Berg runter und das war ziemlich gleich zu Anfang des Spiels und dann kam dann. Also Namen kann ich mir nicht gut merken von den NPCs. Dann kam dann halt eben ein kurzer Dialog und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt Kurgas Stimme. Und du hast dann auch gesagt, hast auch so ein bisschen innegehalten. Ja, ja. Konnte man so deine Emotionen irgendwie mitsehen und mitfühlen. Ja, also ich kenne die Namen mittlerweile auch nicht mehr alle. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei, drei Jahre her so. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes neues Gefühl irgendwie. Also wenn man jetzt halt so eine Mod spielt und man hat da schon aber letztes Jahr irgendwann mal die Takes abgegeben und man weiß es schon gar nicht mehr und auf einmal hörst du dich dann halt selber so, dann ist das irgendwie so ein einerseits befremdliches, aber auch irgendwie interessantes Gefühl. Ich weiß nicht, Jorgenson, wie ist denn das denn bei dir? Ja, ich bin auch auf den Tag gespannt, wenn halt wirklich mal gucken, wie lange es dauert, bis halt diese Neuvertonung von Odyssey nochmal rauskommt. Aber ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich es dann spiele und auch diese nachbearbeiteten Soundfiles dann alle höre im Spiel und einfach, wenn ich den auch mal dann mich selber höre im Spiel oder auch dich oder andere Sprecher, die ich vielleicht vorher schon mal gehört habe, dann nochmal im Spiel wahrnehme. Also ich freue mich auf den Tag und ich bin mal gespannt auch, wie es ankommt und generell halt, wie ich das dann auch wahrnehme, weil meine Erfahrungen halten sich da ja auch in Grenzen mit diesen Gothic-Synchronsprecher. Ich habe ja bei Velen 2.0 auch gesprochen. Leider hatten wir dort keinen Tontechniker und das führte dazu, dass bei Velen 2.0 alle diese unterschiedlichen Lautstärke haben und meine Files waren dann verhältnismäßig auch leise. Damals hatte ich auch noch mit einem alten Mikrofon und gar nicht mit dem, sag ich mal, auch jetzt ist mein Know-how relativ klein, was Soundbearbeitung so angeht, aber auf jeden Fall weiß ich heute mehr als damals und alle waren unterschiedlich laut und ein Kurga war zum Beispiel sehr laut und meine Takes waren sehr leise oder das kommt halt auch im Spielgefühl dann nicht so gut rüber. Und auch wenn ich mir Mühe gegeben habe bei den Soundfiles, heute hätte ich da auch viel anderes gemacht und einfach auch anders betont oder auch, ich freue mich halt darauf, dass wir etwas Professionelleres dann haben, wenn ich meine anderen Soundfiles höre. Was ich auch nochmal fragen wollte, und zwar, bei der Weihnachtsmod letztes Jahr hatten wir das ja auch schon gehabt, da war leider meine Stimme auch relativ leise gewesen, was schon sehr schade war, aber so dieses Gefühl, du gehst so hinter die Mauern und hörst dich dann halt selber quasi so als NPC, was war da so dein erster Gedanke dabei? Ja, erstmal, mir persönlich kommt meine eigene Stimme immer noch komisch vor, wenn ich sie höre. Also immer noch. Auch wenn ich Let's Play-Aufnahmen von mir sehe. Also wenn ich mich selbst höre, wirkt es halt anders, wenn ich mich einfach jetzt sprechen höre, als wenn ich meine Aufnahme höre. Das ist einfach so. Ne? Ja. Darf ich ganz kurz über deine Stimme? Da muss ich mal ein bisschen zwischengrätschen, weil ich habe dir eben geschrieben über Discord, so von wegen, mein Gott, du hörst dich an wie so ein Berliner Radiomoderator für die Technik, Computertechnik-Geschichten hier. Fritz 1 Live-Radio hier, Alexander von Malok. Ich habe dir den Namen geschrieben, das hast du dir auch, glaube ich, angehört von den. Und da habe ich mir gedacht, an wen erinnert mich die Stimme? Ne? Also deswegen, du hast ja auch Sprecherqualitäten. Ja, vielen Dank. Das hört man auf jeden Fall. Das macht ja auch die Übung. Also du hast ja auch Erfahrung. Und ja, das wollte ich also Erfahrung habe ich ja eigentlich gar nicht in dem Bereich, dass ich jetzt in dem Bereich gearbeitet habe oder da viel, also ich habe ja meine Erfahrung jetzt gesammelt die letzten Jahre, ich mache ja auch YouTube noch gar nicht lange und ich freue mich natürlich, dass auch jetzt langsam solche Möglichkeiten für mich kommen, hier und da mal als Sprecher auszuhelfen und ich glaube, Kurga weiß auch, ich verstelle auch gerne oft meine Stimme oder Leute, die meine Let's Plays hören, ich verstelle gerne meine Stimme, mache Dialekte und Akzente nach. Das war etwas, was ich schon immer gern gemacht habe. Das sind so Geflogenheiten von mir. Aber
das freut mich natürlich, wenn das gut ankommt und wenn Leute sagen, mir dieses Kompliment geben, dass meine Stimme für die sympathisch ist. Und ich muss sagen, ich habe diesen Radiosprecher mir dann angehört, weil ich dachte, war der auch neugierig. Und ich habe selber Ähnlichkeiten zu mir erkannt und das war ein bisschen erschreckend. Also der Typ könnte zum Beispiel mein Bruder sein, weil der redet so ähnlich wie mein Bruder. Ja, und das ist ja die Erfahrung. Also dieses, ich sag mal, das Gehör muss ja auch trainiert werden. Und wenn man, ich sag immer, die Musik ist es, die unser Gehör trainiert. Da kannst du irgendwas hören, ob es jetzt Schlager ist oder Heavy Metal oder Elektronik oder halt eben das, was man gerne hören möchte. Die Musik ist es, die unser Gehör trainiert und vor allem die Emotionen, das macht was mit uns. Und dieses ewige Lernen, auch in der Jugend, was zum Beispiel bei mir der Fall war, vorteilhafterweise, hast du dann plötzlich ein ganz anderes Hörempfinden. Es gibt da dieses subjektive Hören, es gibt dieses objektive Hören. Mhm. Und bei dir war das halt eben, dass ich mich erinnert gefühlt habe an diesen Berliner Radiosprecher. Und da fällt mir jetzt auch gerade wieder eine Anekdote ein, was das Hören angeht. Ein Sprecher bei uns, der hat ein paar Aufnahmen geschickt und irgendwas hat dann immer irgendwie so nachgeklungen. Mhm. Also das hat sich angehört, ich mach das jetzt mal. Also nur ganz leise im Hintergrund. Hört man das? Ja. Ja. Also von dieser Frequenz hier. Und immer... Wenn er etwas lauter gesprochen hat und er hat diese Frequenz ausgesprochen, dann hat irgendwas nachgeschwungen. In diesem Fall war es ein Glas, also ein dünnwandiges Glas. Und ich habe gesagt, du hast irgendwie ein Glas in der Nähe deines Mikrofons. Weil solche Resonanzkörper nehmen natürlich die Schwingungen auf und fangen dann irgendwann einer bestimmten Frequenz an mitzuschwingen. Ach, krass. Und das ist natürlich ein gutes Mikrofon auf. Ja, seine Antwort war, ist ja interessant, was du raushörst. Ich habe tatsächlich hier ein Glas neben mir zu stehen gehabt. Ja, dann nimm das bitte in der Zukunft weg für die nächsten Aufnahmen, weil man hört es dann im Hintergrund, dass dann immer so ein oder ne, so ein Mitschwingen dabei ist. Ja. Das ist ja geil. Also ich bestimmt halt auch sowas, was ein geübtes Ohr halt raushört. Ich glaube, so ein Otto-Normalverbraucher-Ohr würde da wahrscheinlich länger brauchen, um das zu verstehen oder zu wahrzunehmen. Mhm. Was auch generell bei diesen Rohaufnahmen, ja, wo man wirklich alles aufnimmt, das Mikrofon alles einfängt. Du meintest zum Beispiel letztens, Kurga, als wir eine Aufnahme hatten, nicht über Discord, sondern über Zoom, da hast du meine Uhr im Hintergrund gehört. Ne? Ja. Und das hat selbst mein Mikrofon hat meine Uhr, das Uhrticken mitgenommen. Also wenn es ganz leise war, hat man das gehört. Und das fand ich auch faszinierend, weil sonst hat man ja immer Rauschunterdrückung und alles mögliche, so Noise Gate drin mit den Filtern. Bei Discord hat man das ja auch, aber bei Zoom halt hatte man gar nichts. Und das war voll interessant. Das ist lustig, weil wenn man alte Filme guckt, ich sag jetzt mal so in den 60ern, 70er und man sieht dann Szenen, wo Gespräche stattfinden und dann ist es plötzlich ruhig und auf einmal fängt so ein langsames Rauschen an, immer stärker zu werden. Mhm. Ja, dann verstärkt sich das, bis jemand wieder redet, dann senkt sich das so schnell wieder ab. Es gab nämlich damals schon analoge Rauschunterdrückungen, die halt eben hardwaretechnisch von Seiten des Tonangelhalters, also Mikrofonhalters, schon in seiner Maschine drin waren. Das kann sowas von nervend sein. Und wenn das dann halt eben sehr extrem eingestellt ist, dann gibt es so eine Art Pump-Effekt. Und das ist natürlich auch störend. Nur halt eben... von der Technik her auch mal erwähnt, dass es sowas früher nämlich auch schon gab. Und auch gerade in Musikproduktion, ich war ja auch schon in ein paar Musikstudios drin, wobei hier in der Nähe gibt es so einen, den Bernd Dietrich, der hat, wen hat er denn, Gigi Anderson und sowas produziert und auch, glaube ich, halt eben auch die Schlagersänger. Und da hat man dann mal reinschnuppern dürfen, was ist das? Dann hast natürlich, was weiß ich, hier ein 16-Band Tonbandgerät gehabt, also 16-Spur-Tonbandgerät, dann ein Mischpult, ein Riesenteil mit Reglern, Filtern, Anzeigen, also natürlich super modern, was heutzutage jetzt schon wieder veraltet ist, weil ja sehr viel über die Computer läuft. Ne? Hm.
Was ich auch generell gemerkt habe, weil du gerade Studio angesprochen hast, ich musste mir zu Hause hier in meinem Büro auch ganz viel so Schaumstoff und so nach und nach besorgen, dass mein Hall und so weggeht für saubere Aufnahmen. Weil ich habe hier einen relativ großen Raum, hier steht noch ein Sofa drin. Und das war das Einzige, was sonst ein bisschen den Hall auch weggenommen hat. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, ja, so Schaumstoff an der Wand, hat halt gar keine Ahnung, das hat kaum was gebracht. Und dann habe ich mir so dicke Schallabsorber in die Ecken gestellt. Und als ich die schon einfach in den Raum reingeräumt habe, habe ich gemerkt, boah, das klingt ja ganz anders. Da war ich völlig fasziniert davon. Da jetzt stehen unter meinem Tisch zwei dicke Schaumstoffklötze und in den Ecken stehen bei mir so Schallabsorber. Und das macht so einen Unterschied, wenn ich die rausräume, dann halt der Raum. Und wenn die drin sind, dann halt es halt nicht. Und das ist echt faszinierend für mich gewesen, als ich das erste Mal den Unterschied gehört habe. Weil vorher hatte ich einen kleineren Raum, da stand auch mein Bett drin. Und noch mit meinem alten Mikrofon, mit den alten Einstellungen, da bin ich quasi umgezogen in das Zimmer, hab meinen PC dahingestellt, hab die erste Aufnahme gestartet und es hat gehallt. Und ich dachte, was ist jetzt mit meiner Aufnahme los? Ja. Das ist richtig. Also, früher so in Übungsräumen hier gerade bei hier mit Gitarre und Schlagzeug für irgendwelche Gruppen, die ganz gerne mal auftreten, da gab es auch Übungsräume in den Kellern, da gab es ja statt Audiomatten hier in Pyramidenform, die du gerade erwähnt hast, haben wir damals Eierkartons hingeklebt. Ne? Ja. Also diese Eierkartons, das war das Nonplusultra. Dann natürlich gibt es natürlich, wie du auch eben gesagt hast, diese Schallabsorber, diese Kästen. Das ist natürlich eine super Sache, weil so ein flacher Absorber, wie so eine Schaummatte, ja, das gibt immer noch Reflexionen. Mhm. Das kommt trotzdem wieder zurück. Und wenn du einen Kubus hast oder ein Rechteck oder am besten, es gibt eine ganz teure Variante, die der Claudio Passavati in London nimmt für sein Studio, also das ist einer, der spielt unheimlich gerne viele Synthesizer und hat sie auch, der hat dann auch so Audio-Reflektoren gehabt, also so Schallabsorber, aber die sind aus Holz, die haben eine Holzblende und die haben ein ganz spezielles Muster drin, so ein Riffelmuster oder auch so längliche Löcher, damit der Schall dann so seine Umwege hat, wenn er dann auftrifft, damit das nicht sofort wieder nach dem Motto Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel wieder zurückprallt. Ne? Das ist schon ein bisschen kostenintensiver, aber das habe ich auch gesehen, als ich mir mal für Schallabsorber. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei Schaumstoff auch geblieben, ne? Weil du meintest ja gerade so einen Kastenaufbau, das habe ich gar nicht. Ich habe halt so große Schaumstofftürme in meinen Ecken, ne? Aber die liefen halt auch unter Schallabsorber. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt so Holzkastenaufbauten, dann ist da irgendwie so ein Füllmaterial drin. Und diese anderen Dinger, von denen du gerade geredet hast, die habe ich auch gesehen. Aber die hängt man sich, also das sieht man auf den Studios, die hängen dann an der Decke oder an der Wand. Und, ja, genau, richtig. Die sind aber schon ein bisschen kostspieliger. Also da muss man dann schon ein paar Euros in die Hand nehmen. Aber ich glaube, ich habe mal so ein, wenn man will, ein Lifehack gesehen für alle Hobbyaufnahmeleiter zu Hause oder die sich ein Studio einrichten wollten. Leute bauen sich selber Holzkästen und packen da dann Steinwolle rein. Ja, ja. Und das funktioniert wohl auch sehr gut. Das haben sehr viele, und das kann man ja dann auch mit Stoff überziehen. Also für alle Leute, die so ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, sollte es kein Problem sein, sich so ein Ding selber zusammenzubauen. Also das ist wirklich kein Hexenwerk. Was auch gut geht, ich hatte, da habe ich ja auch, es ist ein recht großer, wirklich ein sehr, sehr großer Raum hier. Aber das Gute ist, also ich selber hatte jetzt noch nicht so das Problem mit Hall oder so, also meine Aufnahme klang immer relativ okay, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der große Crack, was das jetzt Sounddesign angeht, aber ich mache es zum Beispiel auch so, ich habe hier ein großes Fenster und ich habe, seitdem ich hier eingezogen bin in diese Wohnung, 2017, ich habe keine Jalousien oder Gardinen oder sowas hier. Also habe ich angefangen, kreativ zu werden und habe zum Beispiel eine große, so eine Kuschel-Molly-Decke, habe ich einfach hier vors Fenster gegangen, das ist halt direkt daneben und das wirkt halt auch super schallabsorbierend, genauso wie der Greenscreen, der ja hinter mir hängt, das ist ja auch einfach nur eine Stoffdecke. Mhm. Und so habe ich mir so ein eigenes kleines Karree in der Ecke hier gebaut für den Schreibtisch und an der Wand hängen auch noch so Flaggen von Bands und so. Hier ist auch noch ein großer Schrank, der mitten in den Raum reingeht und der Couch habe ich hier auch eine große hinter mir stehen und tatsächlich hatte ich noch nie mit dem Gedanken gespielt, mir für zu Hause so Schaumstoffmatten oder Eierkartons oder sowas zu holen, aber
Ich bin letzte Woche mit meinem Schlagzeug in meinen neuen Proberaum gezogen und das war ja eine komplett andere Welt. Da war ja der gesamte Raum ist ja komplett abgeklebt mit diesen Schaumstoffbänden oder mit diesen Schaumstoffplatten halt. Ja. Und ich habe jetzt so viel davon übrig, dass ich auch überlege, mir die hier mal an die Wand noch irgendwie mitzumachen. Also das ist wirklich mittlerweile echt eine Überlegung wert. Weil ich glaube, da könnte man, es ist nicht viel, aber man könnte da noch mehr rausholen. Und ich glaube, viele unterschätzen das auch. Ich persönlich auch. Ich habe früher mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt, so. Aber es ist wirklich interessant zu testen und auch rumzuprobieren und dann auch Resultate wahrzunehmen. Also das finde ich halt auch sehr interessant bei so. Das ist, also wenn man Low-Budget-Sound oder Schallabsorbierung machen kann, dann kann man auch Fließdecken nehmen oder Molton. Molton ist aber auch ziemlich teuer. Ich habe zum Beispiel hier auch mal angefangen, mal so ein Greenscreen zu machen. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Da habe ich mal von so einem Discounter für 3 Euro so 1,80 mal 2 Meter knallgrüne Fließdecke gekauft. Und desto faseriger die Oberfläche ist, umso mehr wird der Schall da geschluckt. Und wenn man da sich so eine Ecke baut wie du, dann hat das schon einen Effekt. Ich muss jetzt zum Beispiel zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt hier spontan also mein Brillenmikrofon angemacht. Also ich sitze hier nicht hinter einer Spinne mit einem super High-End-Mikrofon, sondern ich habe ein Lavalier-Mikrofon an meinem Brillengestell dran geklipst. Das hat den Vorteil, dass ich in jede Richtung gucken kann, ohne dass sich da irgendwie etwas am Klang verändert. Ne? Also ja. Nicht, dass ich daran vorbei labere. Das nur halt eben mal so. Und es macht mich freier. Ich kann dann halt eben besser gestikulieren auch. Ja, klar. Also gerade wenn man auch viele Leute, was ich neulich gesehen habe, vielleicht kennen einige diesen YouTuber Alexi Bexi, der macht auch so Technikkram auf YouTube. Und der hat neulich ein Headset auseinandergebaut, weil meistens sind Headsets-Mikros ja richtig schlecht. Also auch selbst von High-End-Gaming-Headset-Mikrofone, die kosten 400 Euro und trotzdem ist da so ein schlechtes Mikro drin. Und dann hat er das Ding auseinandergeschraubt und hat sich einfach es gibt ja so kleine Ansteckmikrofone, die auch im Fernsehen oder was du gerade meintest, sowas, hat er sich einfach da dran gelötet und hat das halt benutzt. Ja. Und dann hast du einfach einen perfekten Klang, wenn richtig. Du da noch ein paar Filter drüber machst in deiner Audio-Software und dann kannst du mit deinem quasi Bluetooth-Headset kannst du rumlaufen und kannst problemlos das auch für Streaming benutzen. Also das ist schon sehr angenehm. Ja, das ist die bessere Wahl eigentlich, finde ich. Natürlich muss man, wenn man sowas macht, auch das Know-how da mitbringen. Also, aber komisch, dass gerade so teure Headset-Hersteller, wo ein Headset auch, weiß nicht, 400, 500 Euro kostet, immer es noch nicht hinkriegen, ein gutes Mikrofon da dran zu packen. Also. Ja, das ist eine Kostenfrage. Das ist echt eine Kostenfrage. Das ist wie, was weiß ich, wenn du dir so ein PC von der Stange kaufst, dann wird halt eben auch bei gewissen Komponenten gespart. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass bei solchen Headsets die Hersteller gar nicht danach gehen. Also die Prioritätenliste ist einfach so aufgestellt, dass es für Gamer gedacht ist, die halt geilen Sound auf den Ohren haben wollen. Möglichst in jedem Spiel jeden einzelnen Ton aus jeder Richtung irgendwie wahrnehmen können. Aber dieses Sprechen über dieses Headset ist halt nur, es muss halt für Teamspeak und Discord tauglich sein und es darf halt nicht ganz kacke klingen. Die werden sich wahrscheinlich nicht hinsetzen und denken, wir brauchen jetzt mal ein Streamer-Mikrofon oder ein Let's Player-Mikrofon. Das werden wahrscheinlich die wenigsten gemacht haben bisher. Ja, das stimmt, ja. Und wenn man jetzt sich hier so ein kleines Interface aufbaut wie wir, ne, wir haben ja unsere Mikrofonarme hier am Tisch und dann kannst du es auch hier immer bequem hin und her ziehen. Also mich stört mein Mikrofonarm überhaupt nicht. Also ich sehe komplett frei auf meine Monitore hier und es ist unter meiner Nase. Also ich kann auch alles erkennen und es stört mich überhaupt nicht. Also von daher, ich brauche dann auch gar nicht ein Headset-Mikrofon. Also ich habe meine Kopfhörer und das war's. No. Richtig. Ja. Hast du eigentlich kabellose Kopfhörer? Nee, aber ich hab mir auch neulich irgendwann so Studio-Kopfhörer gekauft, also wirklich schöne von Beyer Dynamic und mit denen bin ich sehr zufrieden, weil ich habe lange rumprobiert, bis ich so Kopfhörer hatte, die auch schön auf den Ohren sitzen und nach einer Zeit nicht so drücken, weißt du? Da gibt es ja so viele und die haben so einen schönen... Hauptsache, die umschließen deine Ohren, ne? Was?
Und Hauptsache, die umschließen deine Ohren, weil es gibt ja auch welche, da ist das kann das ein bisschen zu klein sein, wenn man große Ohren hat. Ich kenne da jemanden, der hat da ein Problem gehabt, da die richtigen Kopfhörer für sich zu kaufen, weil er zu große Ohren hatte. Nee, also das umschließt komplett die Ohren und sitzt halt auch wirklich bequem. Auch wenn du die stundenlang trägst, hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt die unbedingt abnehmen musst, weil es einfach unangenehm ist. Und das hat halt so ein Kabel wie diese alten, so ein aufgerolltes wie die alten Telefone, weißt du? Das kann sich halt voll lange ziehen. Und ich habe das hier angesteckt und wenn ich es halt nicht brauche, schließe ich es ab und ich habe damit trotzdem genug Bewegungsfreiraum. Also ja. Jeder hat seine Hardware, mit der er gute Erfahrungen gemacht hat und bleibt dabei, ist natürlich klar. Ja. Ne, ich finde auch, da muss auch jeder halt wirklich selbst gucken, ne? Weil der eine wird vielleicht dieses Headset aufsetzen und wird sagen, ist voll unbequem. Aber ne? Also ich bin sehr zufrieden damit. Ne? Beyer Dynamic habe ich so für mich entdeckt. Das ist eine schöne Marke. Ja. Ja. Haben wir. Ja. Also wir haben ein gutes Gespräch, finde ich, hier gerade eben geführt. Oder gibt es noch was zu sagen? Ich weiß es nicht. Bin nicht außer Ruhe gekommen. Ihr seid wirklich ein beruhigendes Team. Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Kompliment. Also ich fand es auch mal ganz interessant. Wir sind jetzt natürlich heute nicht großartig viel auf Zuschauerfragen eingegangen, wie außer jetzt auf den Scavenger. Aber ich finde es auch mal ganz schön, dass wir so eine kleine Special-Folge haben mit diesen Hintergründen zu Gothic-Mods, zu den Vertonungen an sich, dass du mal ein bisschen deine Hintergründe erzählt hast. Das, denke ich, wird auch vielen Leuten mal so die Arbeit, die dahinter stattfindet, die man gar nicht sieht. Ne? Weil auch die Gothic-Spieler sind dahingehend ja so ein bisschen verwöhnt. Da kommt eine Mod und die ist vertont und wenn die halt schön ist als Spieler, dann kannst du sagen, ja, die Sprachqualität ist super oder kannst halt sagen, ist scheiße, aber so die Arbeit dahinter, die wird ja immer schnell vergessen. Und das ist mal schön, dass du heute dann auch da warst und da mal ein bisschen die Hintergründe uns mitteilen konntest. Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht. Ebenso, vielen Dank. Es ist ja auch wichtig, also damit hatte ich persönlich zumindest oft ein Problem gehabt, seinen Horizont zu erweitern und auch mal andere Blickwinkel zu sehen. Hm. Und dann mal zu sehen, ne, was Jorgenson gerade schon gesagt hat, einfach mal seinen Horizont zu erweitern und dann auch mal vielleicht mehr Verständnis für Sprachausgaben zu erhalten. Jetzt nicht nur von Gothic Mods, sondern auch von anderen Spielen irgendwie, was das da teilweise auch für eine Arbeit dahinter steckt und dass da Leute richtig eine Ausbildung dafür machen, so Sound Engineering, und das ist halt kein Ding, was das lernst du mal in einem Jahr und dann hast du alles drauf, sondern es entwickelt sich ja auch immer weiter. Und es ist wie in so vielen Berufen, da lernt man einfach nicht aus, sondern da muss man sich halt immer weiterbilden, und ich bin mir zu 99% sicher, dass das auch im Sounddesign so ist. Und von daher auf jeden Fall auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön, David, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Mhm. Gerne, gerne. Ja, natürlich toi, 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 weiter an deinen Projekten. Ja, ihr könnt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Deinen Kanal verlinken wir natürlich auch. Check gerne mal Davids Kanal aus. Wie du vorhin schon meintest, du spielst ja aktuell noch The Odyssey. Und sonst gibt es auch viel Tipps und Tricks-Videos. Zum Beispiel bei dir habe ich auch schon mal über den Renderer hier und da noch was gelernt, weil du da so kleine Tutorials gemacht hast. Und ist ganz interessant, also check das gerne mal aus. Ja. Ja, es ist ja so, ich habe ja keinen monothematischen Kanal, wo ich nur ausschließlich Games und Gothic da mache, sondern ab und zu auch mal ein bisschen was anderes, was auch mein Interesse ist. Und ich habe natürlich hier bei uns in unserem Ort ja halt eben auch noch so ein paar juristische Geschichten laufen, die ich auch noch filmtechnisch unterstütze. Deswegen nicht wundern, wenn da plötzlich was anderes mit dabei ist. Man kann ja auch die Playlists abonnieren, ne? Ja, vor allen Dingen, ich bin ja auch so jemand, der, also ich mache schon, hauptsächlich machen wir ja mit Gothic auch Kurga, aber gerade auf meinem Kanal findet man ja auch, also klar, man machen jetzt seit einiger Zeit den Podcast, was eine schöne Abwechslung ist, aber ich mache ja auch so viele Sachen. Ich habe ja auch viel mit Musik gemacht, mit Gothic-Musik oder mit Sketchen und so. Und ich finde, da ist dieser gute Mix dann auch da. Das ist für mich ganz schön, anstatt jetzt nur immer das eine Gleiche zu machen. Und deswegen, aktuell spiele ich ja auch hier zum Beispiel, habe ich Risen angefangen und Risen 3 und freue mich auch darauf. Aber bald kommen auch wieder Gothic-Mods. Und also es ist immer, ist immer irgendwo bei Gothic. Gothic ist immer das Hauptthema, aber hier und da auch mal andere Sachen mit Gothic machen, ne? Das ist ganz interessant. Das macht halt eben ein bisschen was aus, als immer nur eine Schublade aufmachen, aha, der macht nur das oder die macht nur das und überhaupt jenes. Ja. Jetzt muss ich Kurga noch mal was fragen, was Privates. Mhm.
ich habe dir mal geschrieben, ich glaube, ich habe dich mal kennengelernt oder ich bin auf deinen Kanal gestoßen, als du mal versucht hast, Slime herzustellen. Ist da was dran? Ja, da könnte was dran sein, ja. Das habe ich nicht mehr gefunden bei dir. Ich hab das witzigerweise neulich nochmal, hat mich auch jemand darauf hingewiesen, du hast das aber glaube ich nicht und dann habe ich mir das selber nochmal angeguckt. Das ist jetzt schon 3 Jahre her oder so, oder 4 Jahre mittlerweile. Und ja, das war auf jeden Fall auch mal was anderes, was aber auch nicht aus meiner Initiative rausging, muss ich ehrlich sein. Ja, ist verständlich. Ich weiß auch warum, da warst du ja auch nicht allein. Aber das ist das allererste Video, was ich von dir gesehen habe. Weil ich mich selber so Slime entwickeln wollte, habe ich amerikanische Videos gesehen und auf einmal irgendwas Deutsches. Und dann dachte ich mir, oh, der ist ja lustig drauf, der versaut sich seine Finger da. wühlt da in den Schüsseln rum mit Seifenlauge oder was du da nicht alles zusammengekippt hast. Ja, ja. Ja, das war cool. Da habe ich mir gedacht, oh, der macht auch was in Gothic. Naja, dann mach mal, dann guck mal, dann verfolgen wir ihn mal weit. Das ist natürlich sehr hübsch, dass es dann so den Kreis geschlossen hat und vom einen Gothic-Kenner zum anderen dann gekommen ist. Ja, also ich weiß nicht, also früher war ich auch tatsächlich da ein bisschen lockerer eingestellt und habe dann auch immer mal so Sachen gemacht, wo ich einfach mal Bock drauf hatte. Mittlerweile ist es halt eher so, ich wäge vorher ab, ob es sich lohnt, halt zu dem und dem Ding halt ein Video zu machen, einen Vlog zu machen oder so. Das mache ich ja tatsächlich eher seltener tatsächlich in den letzten Jahren. Aber wenn sich halt mal sowas anbietet, sowas wie zur Gamescom oder irgendwelchen anderen Messen oder Convention, wenn ich da Bock habe zu filmen oder so, dann lade ich das halt auch manchmal hoch. Aber ich glaube, heutzutage wird das eher weniger. da finde ich auch den Podcast eine sehr super, super abwechslungsreiche Sache. Und ich glaube, es wird uns wird heute mal vergeben werden, dass wir heute mal nicht auf so viele Kommentare oder auf keine Kommentare jetzt groß eingegangen sind. Das wird dann wieder die nächsten Folgen besser werden. Ja. Es sollte ja nicht der letzte Podcast von euch gewesen sein. Es gibt immer noch mehrere und ich bleibe auf jeden Fall dabei, weil das macht Neugier. Ja, freut uns natürlich auch, dass das auch so gut ankommt. Wir hätten ja am Anfang nie gedacht, dass immer wieder Fragen nachkommen, aber ich habe vorhin auch mal meinen Fragenkatalog da durchgesehen. Also ich habe so viele Fragen noch offen, ja, von der letzten Woche, Kurga, bei dir sieht es wahrscheinlich genauso aus. Also selbst wenn wir jetzt keine neuen Fragen mehr zulassen würden, würden wir locker noch Material für 3-4 Folgen drin haben. Mindestens. Ja. Also auf jeden Fall. Aber das freut uns natürlich auch, dass man muss sagen, irgendwie, also aus meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch neulich so einen Community-Beitrag gemacht am Geburtstag von Gothic, dass die Gothic-Community ist gefühlt aktiver denn je, so aus meiner Wahrnehmung heraus, und ich bin da echt begeistert. Also ich habe so viele positive Beispiele jeden Tag, ne, wo ich nette Menschen kennenlerne oder kennengelernt habe aus der Gothic-Community. Auch wirklich diese Kleinigkeit, die man noch vergisst auf dem Discord, jemand fragt, der hat ein technisches Problem oder beim WoG-Forum und die Leute helfen sich gegenseitig, oder was du vorhin meinst mit dem Speicherstand. Da hat sich ja auch noch irgendjemand gefunden, der dir dann zugeschickt hat, ne? Und das sind so Kleinigkeiten, und ich denke, wir haben eine schöne, erwachsene Community. Natürlich gibt es immer auch ein paar Negativbeispiele, aber die vergisst man dann auch ganz gerne, wenn es so viele positive Sachen gibt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Ich finde das gut, ich finde das super. Und das sollte auch in dieser sympathischen, harmonischen Art und Weise weiter erhalten bleiben. Auf jeden Fall, das können wir uns alle nur wünschen. Und bei allen anderen Sachen, die jetzt auf Gothic noch zukommen mit dem Remake und so, da warten wir einfach mal ab. Ne? Richtig. Ja. Traditionell ist es so, dass der Gast bei uns das letzte Wort hat. Und David, daher würde ich dich bitten, du bist ja auch schon etwas erfahrener, sage ich jetzt mal so, im Leben. Und das ist ein höheres Level. Möchtest du der Zuschauerschaft noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben? Ja, also meine Lebensweisheit, die ist von Erich Kästner. Und ich sage, ich zitiere ihn mal: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist meine Lebensweisheit. Und das möchte ich ganz gerne mal mit auf den Weg bringen. Und vor allem, was das Gute angeht, das sollen wir noch in uns bewahren. Das ist jetzt meine kleine Aussage dazu, Weisheit. Wunderbar. Und damit danken wir recht herzlich fürs Zuhören. Schaut bei David van Scouten auf dem YouTube-Kanal auf jeden Fall vorbei. Und natürlich bei Jorgenson. Lasst dort gerne die Abos regnen. Und wir freuen uns auf nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge dann bei Jorgenson. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Schön. So, ich stoppe jetzt die Aufnahme, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Das war
Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.